Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Force und wir zocken GTA 5. Der Panos ist auch schon hier, der hat eine schwule Hupe. Alter, wenn du mich jetzt tötest. Und wir wurden eingeladen hier zu einer Mission, die machen wir jetzt. Von Lama. Bleib also bitte stehen. Lade dich ein. Ja. Nehmen wir jetzt ein paar Ballast abknallen. Kaufen wir uns wieder Munition. Und hier Rüstung. Einstellungen bestätigen. Alle aus aktueller Sitzung. Können ja so noch zwei machen hier. Bye. Musst du noch was kaufen oder hast du schon alles? Panzerung, so. Ja. Ja, nach der Mission, was machen wir da? Noch ein Überfall? Ja. Okay, lass mal dann mit meiner Dann hol mir dein Geschenk. Mein Geschenk? Achso, ja, ich krieg ja noch ein Weihnachtsgeschenk. After zurück. Ab der Pink. Hast immer noch nicht gelernt zu fahren hier ohne GPS? Ich habe keinen Bock, da kreuz und quer zu fahren. Nein! Alter Vater. Alter, der Wagen, der rutscht mir viel zu krass. Da ist auch schon mit der Wegpunkt. Ja, gleich machen wir das. Siehste, wir sind auch ohne Wegpunkt angekommen, sogar viel schneller als Panos, wenn meine Karre schneller wäre. Warte mal bitte auf mich, knall die nicht alleine ab. Wirst du schon angegriffen? Kann das sein? Holen wir uns die Munition und die Kohle, denn das brauchen wir. Warte, ein Snack. Was soll ich mit dem Snack? Alter, komm und hilf mir mal. Da, wir fahren Jeeps hinterher. Warte, ich nehme Haftbomben. Rang erhört Schläger. Achso, du hast die Karre schon? Alter Vater. Ja, natürlich. Wir fahren mal in Panos. Fahren mal in Panos hier. Alex! Ja, ich wusste, er kommt noch heute. Moin. Gerade erst aufgestanden. Was ist das? Ein Jet hier oder was? Komm mal zu GTA, es schneit hier. Ja, ich bin gerade dabei. Alter, alle fahren mir immer rein, ey. Panos kann nicht warten. Geliefert. Ja, er macht ja alles macht er alleine, der Lutscher. Er kann nicht warten. Ja, und was machen wir jetzt? Dir gefällt's nicht? Alter, war doch krass. Ich habe zwar nichts gemacht. Lad mal Alex ein. Sofort. Und jetzt fahren wir. Weihnachtsgeschenk. Und jetzt fahren wir mein Weihnachtsgeschenk abholen. Was ist denn das überhaupt? Ich weiß nichts. Panos hat gesagt, ich krieg ein Geschenk. Von ihm. Panos, los mit ein. Ich hoffe ja nur, es ist was Geiles. Ja, Leute, wie ihr seht, kriegt man hier Sachen geschenkt von Freunden. Wie kann man eigentlich Sachen schenken? Außer ich bekomme nie was geschenkt.
Doch, du kriegst auch was Geschenk. Apropos, hast kein Geld auf Handy, Alex? Auf mein Handy habe ich eigentlich immer Geld. Ach so, also antwortest du meine Message extra nicht? Du hast mir eine SMS geschrieben? Ja, ich habe dir Glückwünsche für Weihnachten gestern Abend gemacht. Du, ich habe nichts bekommen. Ey, nee. Das Problem ist ganz einfach. Wir können es sofort lösen. Wenn du nicht antwortest, weil ich schwarz bin, dann musst du mir das nur sagen. Dann lösche ich dich direkt aus meiner Freundesliste. Hast du jetzt das von mir geklaut, nur weil ich schwarz bin, oder wie? Hä? Nee, da habe ich wirklich nichts bekommen, also. Ich hätte dir sonst sofort geantwortet, aber ich habe wirklich nichts bekommen. Clio, die war geil gestern Abend. Ich schick ein Message zu Misaki und Clio, so Glückwünsche und so, genau wie bei dir auch. Und sie meint nur, ja, danke, warte, lese ich dir vor. Warte. Dauert ja hier sowieso hier lange hier. Also. Danke dir auch, Kleiner. Liebe Grüße auch von Kata und Misaki. Wurde gestern die, bei WhatsApp auch recht zugespammt. Meint die Kleiner. Oh, ja, wie lange dauert das Laden hier, Panos? Was hast du hier wieder scheiße gemacht hier? Wo seid denn hier? Jetzt dein Geschenk holen. Bist du schon rumankurven? Ja. Achso, und warum bin ich hier bei hier dieses Ladebildschirm noch? Ey, Panos, wo ist denn das Geschenk eigentlich? Kann man denn hier nichts grüßen? Gehe nichts drücken. Ja, Leute, ich werde mal die Aufnahme jetzt erstmal beenden und sie wieder aufnehmen, wenn ich wieder anzocken bin.